Auf der Stelle! Halt! Links! Und! Sprechen Sie mir nach! Ich schwöre! Ich schwöre! Genossen Soldaten, als Kommandeur der Panzerjägerabteilung möchte ich Sie begrüßen. 18 Monate lang wird diese Dienststelle für Sie das Zuhause sein. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Wehrdienst keine einfache Tätigkeit ist. Sie werden auf so manche Bequemlichkeit und Gewohnheit verzichten müssen. Viele bisher für Sie unbekannte Probleme und persönliche Herden werden Sie zu meistern haben. Ich bin aber überzeugt, dass Sie wie schon Soldatengenerationen vor Ihnen schnell richtige Soldaten werden. Das ist Ihr Zimmer, Ihr Unterkunft für die zweite Bedienung, die ich gerade vorhin vorgelesen habe. Für den Genossen Kitzinger, das ist das untere Bett, da hinten, Ihres. Sie sollen zu einer Geschützbedienung zusammenwachsen. Nicht irgendwann, sondern so rasch wie möglich. Michael Kirchschlager ist 19 und hat das noch frische Abiturzeugnis in der Tasche. Das zweite Quartier, wir müssen haben. Dirk Kitzinger, 24-jährig, lernte Installateur und spezialisierte sich für die Dachklempnerei. Hier zwischen kommen dann die Kranen. Steffen Kurek, 19 Jahre, stammt aus Altentreptow und war dort Agrotechniker. Unteroffizier ist er erst seit 3 Wochen. Fred Wobbe ist Zerspaner. Außerdem ist der 24-Jährige verheiratet. Zu einer kompletten Bedienung gehören 4 Soldaten. Der 4. Kanonier wechselt öfter. Er ist Reservist. Eins und zwei und eins und zwei und nimm alle mit. Tempo 2, Tempo 3. Die Sorte hat man sich gerade eh nicht gewöhnt, geht's voraus und Mann vor und drin und im Laufschritt. Also, die Ordnung und Sauberkeit, also mir persönlich macht es nichts viel aus, weil ich das Sauber auch oft machen muss. Die Sturmbahn hat mir einen kleinen Schrecken eingejagt. Da waren einige ziemlich hohe Sachen dabei, wo man als kleiner Mann davor steht. Und
Die Offiziere, die Unteroffiziere sind hilfsbereit, freundlich, nicht wie ich es mir vorgestellt hatte am Anfang, so streng und kalt. Magazin der rechten Hand, klickt ein, nimmt den Drahtriemen, rein aus, greift zur Waffe, hängt sie über und rückt sofort wieder raus. Zeit für 30 Sekunden. So. Und neben dem ABC, das jeder Soldat beherrschen muss, steht vor allem, Sie müssen Ihren Platz bei Gefechtsalarm nicht nur kennen, sondern einnehmen. Und das ist mehr als wörtlich zu nehmen. Hier rein. Ja, ja. Wie geht das hier rein? Das liegt doch nicht. Wo man fassen wir mal. Ja, und dann rein. Sie machen Lücke zu. Jawohl. Das werden immer mal bleiben. Das stimmt, die werden abmachen, Junge. Kann jetzt jede Zeit losgehen? Ja? Kann jederzeit ein Panzeralarm sein. Bei mir kommt nicht so ran, die zwei Tage, bis halt erstmal in sechs Wochen ist. Hat man ja eine andere Meinung, vielleicht wir haben so ein Thema. Naja, wenn man so die angespannte Lage jetzt in der Welt nimmt. Da möchte man doch schon seine Truppen gefechtsbereit haben. Oh, meine Herren, ich bin schon schützen. Sieh mal ein bisschen weiter rum noch. Ja, das ist ein besserer Streifschuss. Sieht man besser. Die Hülse ist ja auch nicht gesehen, wie die rausgeflogen ist. Was? Die Hülse ist eigentlich auch nicht rausfliegen sehen. Liebe Zuhörer, da zwei. Eins. Ja. Drei. So, gleich. Denk da drin, dran, dass deine Löcher die Schäge weitergehoben. Hoch, die Arme! Hoch! Und Meldung! H2! Ich kann nicht schon überreden! 30-0! Stimmt, die Bälle wieder nicht!
Lass das Rohr runter. Eins, Tempo erhöhen. Wenn Richtmittel auf Null gestellt sind, Ausführung melden. Rohlangsplitter, Granatpatrone. Rohlangsplitter, Granatpatrone. Skala WK. Skala WK. Aufsatz 9. Aufsatz 9. WK, weg ist denn das? Kann ich dir das auslassen? Ja, jetzt. Verschluss gerade ausgehoben. Dieses hier. Spannstück. Nur hochdrücken. Ja, hab ich doch. Und jetzt loslassen hier wieder. Ja, es kommt nicht. Dann haben sie nicht die hochgedrückt. Dass sie lernen und begreifen, dass jeder Panzer, so stark bewaffnet und so starke Panzer diese Fahrzeuge auch sind, prinzipiell verwundbar bzw. vernichtbar sind. Auf alle Fälle sind wir in der Lage, mit unseren Waffen, die wir in der Panzerjägerabteilung haben, entsprechend dieses Ziel zu vernichten. Die Unterkalibergranate wird dieses Ziel auch dort bekämpfen und durchschlagen können. Der Leopard 2 macht im Allgemeinen gesehen einen sehr klobigen und kantigen Eindruck. Sie sehen das, es handelt sich hier um senkrechte Wände, kaum abgeflacht. Der Panzer hat relativ viele Fangstellen. Als Fangstellen bezeichnen wir die Stellen, an denen eine Granate, die auf dieses Ziel abgefeuert wurde, nicht abrutschen kann. Wir haben hier drin, in dem Gehäuse, dieselbe Schraube wie hier oben. Also auch mit diesem Schlüssel. Können wir das verstellen. Das ist auch stufenweise genauso, als wenn wir hier unten drehen. Wofür ist die Just hier in Richtung diese und diese? Das ist für den Aufsatz und für den Seitentrieb zum Einstellen. Ja, welches nur für den Aufsatz? Das ist der Aufsatztrieb und das ist der Seitentrieb. J. Meine, wir sind zwar erst zweimal eine Kanone da gewesen, das war gestern und heute. Wir haben jetzt einigermaßen die Reihenfolge oder zumindest die Aufgaben. Wir wollen vielleicht packen, schnell gefechtsbereit zu sein. Und das andere, erst was war auch. Und nur mit der besten Bedienung, das wollen sie ja nur alle werden, die hier sind. Die anderen Bedienungen sind ja nicht die Einzigen, die das werden wollen. Und das wird bestimmt ein harter Kampf werden, schätze ich. Ja, gerade das ist der Anreiz im sozialistischen Wettbewerb. Wenn wir beste Bedienung werden sollen, dass der Schützführer und die Schützbedienung, dass die wie ein Mann da sind und nicht, dass das Team an der Kanone mit dem Unteroffizier nicht auskommt und so weiter. Aber das ist ja bis jetzt nicht der Fall. Und wenn das so bleibt, und ich möchte sagen, dass wir jetzt eine gute Truppe sind, dass wir Vertrauen zu ihnen haben, dass das schon in Ordnung gehen kann. Das kostet nur so manche Blase, so manchen blauen Fleck, aber zu schaffen ist es. Also, das können wir durchaus schaffen, beste Bedienung. So, gleich. So, gleich. Schneller werden. Die Masse ausnutzen. Links die Holme, Feuerstangen wieder einsetzen. Vorwärts, vorwärts, hinaus. So, gleich. So, gleich. So, einsetzen wieder. So, gleich! So, gleich! Jetzt, bei minus 15 Grad, beginnen sie oft Gehörtes zu begreifen. Verstehen, was Panzerjäger alles können müssen. Panzer gilt es vor allem zu vernichten. Schnell und überraschend. Fred Wobbe trägt als Munitionskanonier seinen Teil dazu bei. Dirk Kitzinger wurde Verschlusskanonier. Und Michael Kirchschlager trägt als Richtkanonier die Hauptlast beim treffsicheren Schießen.
Bitte! Ganz! Drei Kaffee zu von der Land! Hoch! Hoch, bitte hoch, öffnen! Alter, nach vorne! Der Rot ist nicht so rot wie Kennzeichen. Andersrum drehen. Der Rassel kann alleine. Nicht besser, der Mann hier ist durch. Kein Zurücktreten. Nee, jetzt ist Schnee geschwimmen, das hältst du lange auf! Pickaxe-Hirte! Beste Bedienung ist noch nichts dran. Sind nur zu langsam. Also die, wie soll ich sagen, ermüden zu schnell. Nach ein, zwei Mal Stellung fahren sind sie. Ihr wolltet erst die Kisten abladen, dann die Rohrwäscherbürste rausholen und dann Kanone abhängen und dann wieder die Kisten abladen. Obwohl wir das vorher durchgesprochen haben. Ihr habt bloß die Kanone gleich runter, gleich ran an der Kanone. Abhängen und gleich ran an die Kisten. Und nicht erst an der Kanone stehen und dann überlegen, ach, da auf der anderen Seite steht keiner. Das geht nicht, das muss alles nach und nach. Ihr pickt immer auf der verkehrten Seite. Ihr müsst hinten eine Kante haben, wo die Holme ranstoßen. Wenn der Holm jetzt so ist, muss die Schräge so sein, dass da so drin ist. Und hier vorne kann ruhig gerade sein. Theoretisch braucht man die Löcher für die Holme bloß noch umdrehen. Also picken wir jetzt, wenn das Rohr noch da zeigt, picken wir so. Zack. Ja. Ja, machen wir doch immer. Okay. Nee. Das Rohr zeigt nach da und ihr steht hier und pickt. Pass auf. Das sind Geschütz. Das sind die Holme. Hier zeigt das Rohr hin. Der Geschützführer, das ist ihr wichtigster Partner in der Zeit der ersten Ausbildung. Da ist es schon etwas Besonderes, wenn der Abteilungskommandeur ihnen Wissen abverlangt. Bisher kannten sie ihn nur von Begrüßung und Fahneneid. Herr Köschleiner, Oberstleutnant, die Hauptaufgabe der Kanone MT-12 ist das Bekämpfen von Panzern. Das Vernichten von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen jeglicher Art. Das ist die Hauptaufgabe. Was kann ich weiter noch mit der Kanone MT-12 machen? Wir hatten damit schon begonnen, K3. Mit der Hauptaufgabe, Herr Oberstleutnant. Bekämpfen, auch zerstören von Bunkern, auch von Feldbefestigung. Und Niederhalten von Truppen. Ich schwöre, ein ehrlicher, tapferer, disziplinierter und wachsamer Soldat zu sein. Die Befehle mit aller Entschlossenheit zu erfüllen. Wo ich meine Frau gesehen habe, da sind mir die Wörter erstmal so richtig durch den Kopf gegangen, dass ich eben, wo ich die anderthalb Jahre hier bin, bei der Fahne, dass ich sie praktisch anderthalb Jahre beschütze und mein Leben dafür einsetze, dass ich den Frieden erhalte und auch schütze. Tja. Das ist ja nicht so leicht vom Tisch wegzufegen, ja, wenn man jetzt seinen Fahnen halt vor... Also Bricht oder so, Befehlsverweigerung, alles das zählt ja dazu, keine militärische Ordnung, eben nicht die Pflichten erfüllen und so weiter. Und wie schnell ist das eben mal passiert, ja. Und da habe ich mir dann danach doch mal Gedanken gemacht. Wo ich denn da gestanden habe, denke, na, jetzt bist du irgendwie da, hast jetzt einen Schritt gemacht, den du vor Jahren so richtig überdacht hast. Und irgendwie dachte ich, denke, Mensch, Eltern sind da, da bin ich erstmal die Verantwortung bewusst geworden, die ich jetzt habe praktisch. Magazin verpacken, Magazintasche schließen. Vorsichtig
ab und zu mal was schön pfeifen hören. Ja. Sonst. Ich fand ein bisschen blöd, die ganze Formalität da, die Statten, das Melde und Brazimationsempfang da, so ein Theater dazu machen, das kostet bloß eine Zeit. Finde ich auf jeden Fall. So die Melde so und so, Brazimationsempfang, hin, dann auch Stellung und Meldung und dann nochmal Meldung, so viele Meldungen, das ist so, ganz Schießen versaut. Finde ich gar lieber ein bisschen mehr Sicherheit, als ja, dann nachher einen anderen abschießen tust. Ja, aber das ist immer wirklich mal ernst, was Sinn, du musst dich erst mal melden, dass du deine Patronen kriegst, was ist denn das denn? Gerade beim Schießen. Quatsch, welche Befehle und das geht doch schon da. Ja, bloß du kannst beim ersten Schießen gleich einen Ernstfall hier voraussetzen. Da wären nachher mehr Verluste beim ersten Schießen gewesen als im wirklichen Ernstfall vielleicht. Nee, das war schon nicht schlecht so. Postenbereit zur Postenübernahme. Postenbereit zur Postenübergabe. Abbildung. Posten, Postenbereich übernommen. Posten, Postenbereich übergeben. Abgelöst. Unterlegt kehrt. Hat kein Schlager. Nein, das hat er nicht. Rat Wappe. Nein, das hat er nicht. Rat Wolf. Lass mal gucken, was sie schreiben hier. Ah. Justin hat es auch schon geschneit. Dann können wir uns ja mal eine Eisdiele treffen, wenn du auf Urlaub kommst. Du musst wissen, warum. Hey! Jetzt! Und da haben wir die. Der Herr Offizier, sagt mir gerade Bescheid, Michael. Weißt du, was sollen wir machen hier? Das kommt, du machst das, wird halt eingedenkt. Ich schwöre, an der Seite der Sowjetarmee, an der Seite der Sowjetarmee und der Armee, der mit uns verbündeten sozialistischen Länder, der mit uns verbündeten sozialistischen Länder, als Soldat der Nationalen Volksarmee, als Soldat der Nationalen Volksarmee, jederzeit bereit zu sein, jederzeit bereit zu sein, den Sozialismus gegen alle Feinde zu verteidigen und mein Leben zur Erringung des Sieges einzusetzen. Habe ich nicht, auch ein bisschen Furcht. Naja, wie das denn so ist. Was ich mir vorgenommen habe, ja, wir wollen versuchen, unsere Verpflichtung, Treffen mit der ersten Granate einzuhalten. Und da fällt mir noch was ein, da hat jemand mal gesagt, für die zweite, also die zweite Granate könnte schon zu spät gewesen sein. Und wir geben unser Bestes. Angst habe zwar, aber meine, wenn die Helme schief gebüttelt sind, dann kann auch nichts Großes schief gehen. Meine, werden wir sehen. 3 KW, Holm ein Gramm! Ganz vor! Eis an die Umstände! Warum gibt's nicht empfangen? Das ist alles gut. Ich bin gespannt. Direkt Muffe war keine. Ich
ich bin noch mal gespannt, ob das Ding die Kanone wirklich so schießt, wie es er gesagt hat. Mit dem soll man ihn auch treffen können. Schon gefetzt. Vor allem wie nach oben gegangen ist und dann durchgeguckt und dann war die Panzerscheibe weg gewesen. Och, ich bin ganz zufrieden. Der Biest hat getroffen, K1 hat sich Mühe gegeben. Ja, ich durfte mich auf den Helm packen, hat ganz schön geschaukelt. Ansonsten habe ich mir das schon mal vorgestellt. Den ganzen Knall und alles. Ja, ich bin erstmal sehr erleichtert irgendwie. Da stand doch irgendwie ein gewisser Druck vor irgendwie das erste Mal schießen. Vor allen Dingen haben wir den Rückschlag größer vorgestellt. Als Willkommen K1 hatte ich mich absolut nicht. Die Panzer wurden nicht schnell gezogen, das hat man gesehen. Und es gibt noch viel zu tun mit dem Anrichten vor allen Dingen. Das Rohr hat noch zu doll gewackelt, ich bin noch nicht richtig von oben nach unten gegangen und so. Also das sind noch Schwächen. Was vor 4 Monaten noch neu war, wurde ihr Alltag. Ob sie ihr Ziel beste Bedienung schon erreichen oder ihm nur näher kommen, das werden die kommenden Wochen zeigen.